Ja, liebe Facebook-Freunde, ich habe mal wieder ein Video für euch. Und zwar geht es diesmal um einen sehr brisanten Beitrag. Schaut ihn euch mal an. Ich bin mal gespannt, was ihr danach dazu sagt. Bist du noch da? Guck mich mal bitte an. Liebevoll streichelt Iris Tarnik die Hand ihres Mannes. Wie viel davon bei Peter Tarnik ankommt, weiß sie nicht. Seit 9 Jahren ist ihr Mann im Pflegeheim untergebracht, liegt im Wachkoma. Er kann seinen Willen ja nicht äußern. Sprache ist weg. Er ist im Prinzip nur noch so. Er kann seinen Willen nicht kundtun, nur indem er mit den Händen das macht oder dass er Tränen hat, dass er lacht. Das ist alles, womit er im Moment kommunizieren kann. Im Juni 1999 erfasst ein LKW den damals 54-Jährigen, zerschmettert seinen Kopf. Der Unfall wurde mit einem Dummy nachgestellt. Das so entstandene Gutachten bestätigt, es war ein Arbeitsunfall. Seitdem erhält er eine Rente von monatlich 1.800 Euro. Zudem hatte die Unfallversicherung damals 300.000 D-Mark auf sein Konto überwiesen. Das Problem? Das Ehepaar hatte es versäumt, eine sogenannte Vorsorgevollmacht abzuschließen. Die Folge? Selbst als Ehefrau darf Iris Tarnik über dieses Geld nicht verfügen. Also ich verstehe es zumindest nicht, weil das sind so Widersprüche, die entstehen. Wo man sich fragt, man hat ja heiratet, eine Familie gegründet, hat sich natürlich nicht unbedingt mit dem Unfall auseinandergesetzt. Das kam nach dem Unfall, wo man dann eigentlich glaubte, durch eine Unfallversicherung wäre die Familie abgesichert. Doch stattdessen muss die 50-jährige Kindergärtnerin für jede geplante Ausgabe einen Antrag bei Gericht stellen. Iris Tarnik wächst der 9-jährige Papierkrieg langsam, aber sicher über den Kopf. Auch die Kinder leiden darunter. Eigentlich wollte Peter Tarnik seiner Tochter Kerstin den Führerschein bezahlen. Doch das Gericht entschied dagegen. In seinem Sinne ist dies nicht, glaubt Kerstin. Aus dem ganz einfachen Grund, dass er uns das immer versprochen hatte, bevor er den Unfall hatte. Hat er gesagt, von wegen, wenn ihr 18 seid, bezahle ich euch den Führerschein. Könnt ihr machen, aber Auto müsst ihr dann selber bezahlen und alles. Also von daher weiß ich es hundertprozentig. Doch für das Gericht ist die Gesetzeslage eindeutig. Ohne Vorsorgevollmacht setzen die Richter einen Betreuer ein. Der kassierte von den Tarniks für seine Tätigkeit 1.067 Euro, Ehe hin oder her. Das ist eine Vorstellung, die viele Leute nicht so kennen. Nur weil man verheiratet ist oder weil man eine eingetragene Lebenspartnerschaft hat, bedeutet das nicht automatisch, dass der Lebenspartner oder der Ehepartner einen vertreten darf. Es ist rechtlich, sind es zwei selbstständige Menschen und deswegen gibt es da keinen Automatismus. Mittlerweile darf Iris Tarnik ihren Mann selber betreuen. Dafür erhält sie von ihrem Ehemann eine gesetzlich festgelegte Aufwandsentschädigung von 372 Euro pro Jahr. Ein echtes Ehrenamt. Iris Tarnik will das alles nicht akzeptieren. Sie hat sich einen Anwalt genommen, doch auch der macht ihr wenig Hoffnung. Herr Tarnik steht unter Betreuung, wir haben das Vormundschaftsgericht. Es gibt gesetzlich keine anderen Möglichkeiten. An dieses Geld heranzukommen, so schlimm wie es sich jetzt wirklich anhört, ist entweder der Fall der Scheidung oder natürlich der Fall einer Erbschaft. In beiden Fällen würde das Geld anteilig auf sie und ihre Kinder verteilt werden. Iris Tarnik hat mittlerweile selbst eine Vorsorgevollmacht abgeschlossen. Darin sind ihre Kinder als Bevollmächtigte eingesetzt. Im Falle eines Falles sollen sie nicht den gleichen Ärger haben wie ihre Mutter. Das Zynische daran ist, wenn er die Augen zumachen würde, dann würde das alles ein Ende haben. Dann würde ich mit niemandem mehr darüber diskutieren müssen, was für ihn gut ist, was für die Familie gut ist. Und das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen die Beine weghaut. Iris Tarnik will weder über Scheidung noch über den Tod ihres Mannes nachdenken. Sie möchte einfach im Sinne ihres Ehemannes Entscheidungen treffen können für die ganze Familie. Ja, der Beitrag hat es in sich, nicht wahr? Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und war direkt emotional so aufgerieben, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ich muss das alles für mich regeln. Ich habe eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung mit meiner Frau zusammen verfasst. Und zwar so, dass sie auch rechtlich plausibel und einwandfrei ist. Wie sowas funktioniert, kann ich euch gerne zeigen. Und mir ist eine Sache nur ganz, ganz wichtig, wenn ihr auch den Eindruck habt, das ist ein Thema, wo ihr vielleicht selber noch dran müsst, wo aber wahrscheinlich auch viele in eurem Bekanntenkreis dran denken müssen und überhaupt erstmal die Information bekommen müssen, dass sie das für sich regeln sollten und dann auch es tun sollten,
dann teilt gerne dieses Video. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass es möglichst wenige Situationen zukünftig in Deutschland gibt, wo eine solche Situation entstehen kann. Eins ist Fakt, das, was ihr in diesem Beitrag gesehen habt, ist in Deutschland nach wie vor gängige Praxis und da kann man sich gegen schützen. Deswegen, ich freue mich auf euren Kommentar, wenn ihr es genauso seht wie ich, dass es eine Information ist, die sehr, sehr wichtig ist, und teilt dieses Video sehr gerne. Da freue ich mich, dass möglichst vielen Menschen geholfen ist. Vielen Dank für euer Zuhören und eine schöne Woche.